Hey Leute, ich bin so schön zu Paper Mario Zirkus Lapis Lazuli. So, ja, wie gesagt, wir machen jetzt endlich, wir haben, ich meine, nur einen kleinen Abschnitt hier gemacht mit den Luigis und Schnuck. Aber jetzt ein paar später machen wir halt wieder ernst mit dem Zirkus. Und lass uns überraschen, was uns hier überraschen wird. Ein riesiges Zelt, das ist doch sicher die Zirkus-Lapis-Lazuli, nichts wie hin. Ziemlich entspannte Musik, der Nebel, der nervt halt ein bisschen, aber geht auch voll klar. Aber guck mal da vorne, ja, da haben wir schon wieder so ein kleines, ja, kann man es Geheimnis nennen? Auf jeden Fall eine Stelle gefunden, die wir noch einfärben müssen. Also, ich lasse mich mal überraschen, was uns jetzt wirklich erwartet, ne? Erstmal hier oben können wir ein bisschen einfärben. Weil die 100%, die sind uns sehr wichtig. So, komm, das kann ich auch schon einfärben, ne? Yes. Dahinter kann ich auch was einfärben. Sieht zumindest nicht so aus. Aber okay, wir gehen einfach mal weiter. Wollen wir schon reingehen? Nein, ne? Es gab nur 50 Tickets für uns, Scheigers, und die sind alle verkauft. Ich habe gehört, der Zirkusdirektor bereitet für diese Vorstellung eine besondere Überraschung vor. Nur für uns? Kann das sein? Dieser Eingang ist nur für Künstler. Bist du ein Künstler? Sieht mir nicht so aus. Clavagen Künstler. Okay, ich dachte, die hätten jetzt irgendwie auf, aber nein. What the fuck? Aber hier liegt erstmal ein Toad. Danke für die Rettung, Mario. Ich wollte einen der Yoshis streicheln. Da hat er mich angekaut und ausgespuckt. Ich bin der Anführer der roten Retter Toads. Ich würde mir gern weiter unterhalten, aber ich muss zum Treffpunkt. Oh, nice, dann haben wir sie alle. Alter, Yoshi annehmen. Die sind noch nicht bereit für einen Auftritt im Zirkus. Vorsicht mit den Zungen. Oh, die armen Yoshis. Yoshis. Kann ich irgendwas ausschneiden? Kann ich die retten? Da kommt da vorne. Was? Hey, ihr Dinosaurier-Drachen, was weiß ich, was ihr seid. Ihr könnt nicht einfach Leute verschlucken. Ihr wisst doch nicht mal, wo Mario alles rumgelaufen ist. An eurer Stelle würde ich meine Zähne putzen. Ja. Kann ich ihn verprügeln? Blöder Yoshi. Aber kann ich ihn jetzt hier? Ich ziehe noch einmal. Ich weiß nicht, ich habe Angst. Okay, er frisst mich nochmal. Ja. Mario einfach so zu verschlucken, zeugt von einem keinen guten Manieren. Ein bisschen kauen hätte er ihn schon können. Okay, ja gut, dann gehen wir rein. Aber jetzt ein bisschen Damage. Oh, nochmal danke, dass du mich gerettet hast. Laut einem unserer Informanten befindet sich in diesem Zirkuszelt ein großer Farbstern. Die roten Rettertauts bereiten einen Zugriff vor, aber keins der 49 Mitglieder aus meiner Truppe ist hier. Wenn du Mitglieder der roten okay. Da, die Vorstellung beginnt, sobald wir die Plätze gefüllt sind, wir treffen uns. Okay. Okay. Wir müssen die restlichen Rettertauts noch hier holen. Boah, haben wir alle? Ey, ich hoffe mal, dass wir alle haben. Aber eigentlich, wir haben... Ich weiß nicht, ob wir irgendwo mal einen übersehen haben. Ich glaube eigentlich nicht. Ach, komm. Oh, wir sind da sehr schnell da. Ah, nein. Oh mein Gott, ich konnte da ganz schön links. Ja, geil, er trifft mich. Die Farbe blendet. Ich soll immer sortieren.
Oh, ich habe so viele Items. So, hier. Da wir im Wackeln sind, rufen wir einfach mal einen Helfer an. Der klärt das dann hoffentlich mal. Gut. Er klärt nicht. Das Kartenrad bitte. Bereit sein. Und yes, der Hammer des Untergangs. Er wird uns den Sieg bringen. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass ich echt gut eingekauft habe. Mhm. Da freut sich der kleine Mann. Sehr schön. Okay. Da sieht der Ganova aber alt aus. 300 Münzen. Ich glaube, durch das Schnuck-Ding haben wir echt zu viel gewonnen. Ich glaube, da kaufen wir uns noch ein paar Dings, oder? Wer weiß, was da für harte Fights auf uns warten. Und geil, 6 Minuten. Wir sind immer noch im Zirkus drin. Traurig, 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 aber wahr. Aber was wir machen können, ist erstmal uns hier auffallen. Den gelben Stern ein bisschen verprügeln. So, ist die Farbe wieder voll. Den blauen auch ein bisschen. Nein, ich will da springen. Ich will nicht mit euch reden. Ihr seid so unbedeutend. Gebt mir einfach nur Farbe. Danke. Okay. So, erstmal checken wir ab, ob die roten Ritter trotz vollständig sind. Boah, wenn die nicht vollständig sind, ne? Wir hätten ein Problem. Achtung, Rote Tautz, meldet euch bei euren Anführern im Zirkuslapizu. Zu Befehl schon unterwegs. Ja, gut. Ich denke mal, wir haben alle. Ich hoffe es mal. Also, wir brauchen, glaube ich, 50 mit uns, um halt den Saal voll zu bekommen. Ich denke mal. Ich denke mal, wir haben 49, oder? Aber egal, werden wir gleich sehen. Vorher, wie gesagt, ich kaufe jetzt hier noch ein paar Dings. Und ich frage, was kaufen wir uns? Hier den Feuerlöscher kannst du einmal kaufen. Den finde ich eigentlich ganz cool. Der ist auch ganz stark. Danke. Ausquetschen. Aber du nervst, dass das so lang dauert, ne? Feuerlöscher erhalten. Nice. Viel Spaß damit, danke. Das holen wir uns noch. Waschmaschine, Tee. Die Batterie. Oh, die Batterie hol ich. Die Batterie, die fand ich echt geil. Thunder. So. Okay, und ausgequetscht. So. Batteriekarte erhalten. Viel Spaß, danke. Zurück zur Weltkarte. So. 9 Minuten vorbei. Zurück in den Zirkus. Das ist jetzt ein Zirkusaffen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wer fehlt? Boah, ich weiß gar nicht, welche Geschwister haben wir alle bisher getroffen. Wer fehlt denn da noch? Bowser Junior, oder? Ja. So lustig hier. Zack, 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 zack. Und abzählen. Vermisst Roter Rattertaut noch ein. So können wir alle roten Rattertauts. Es fehlt einer. Der hier. Ja. Gut. Oh,
verdammt, sonst fehlt ein Retter tot. Wo wird der sein? Das ist jetzt die Frage. Gut, wir gehen uns im Portpress mal eine Info holen. Weil woanders kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wo wir eine Information herkriegen, wo wir den letzten Rettertod finden. Es fehlt ein Rettertod. Der kann halt überall sein, ne? So, aber eigentlich sollte uns doch die Zeitung dabei weiterhelfen können. Wo der letzte Rettertod ist, oder? Ist okay, so. Warum ist das Nachrichten hier? Mal sehen, die heutige Schlagzeile lautet: Kunst trifft Unterhaltung. Zelt im Achtertheater. Warum sollte jemand mitten im Wald ein Zelt aufstellen? Gibt es dort eine sondern Veranstaltung? Okay. Jetzt ist mir jetzt nicht wirklich viel mehr. Nur, dass wir da eine Veranstaltung haben. Okay, mal gucken, ob uns vorne diese Aufseher mehr sagen kann. So, okay. Neuigkeiten von den Rattatots. Der Anführer der Rattatots hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Noch vermisst Rattatots 1. Details folgen. Rattatot 1 im Abendrot-Express. Ende des Berichts Abendrot-Express. Okay. Ja. Der Abendrot-Express. Danke für diese Info. Hey, den dürfen wir jetzt erstmal noch suchen. Abendrot-Express, ja. Okay, hier muss jetzt irgendwo noch ein Rettertod rumlaufen, den wir beim ersten Mal übersehen haben, aber wo war denn da noch ein Rettertod dann? Das wird die Frage sein. Oh, aber guck mal, hier ist eine Tür und da wurde uns nochmal eine Info gegeben, dass jetzt ja in der Regenbogenfarben bei ist. Da habe ich was gesehen. Da ist sie. Gucken, was die Regenbogenfarbe jetzt verursacht. Farbkammer. Färbe vor Ablauf der Zeit so viele unsichtbare Gegenstände wie möglich ein. Was? Was für unsichtbare Gegenstände? Ach, WTF, okay. Speicherblock, oder? Nein! Okay. Ich weiß es nicht. Aufgedeckt 9. Neuer Rekord. 90 Münzen? Ja gut. Ja, sollte man die Map auswendig kennen, ne? Oder ein fotografisches Gedächtnis haben. Ja, das war halt jetzt. Also die Röhren finde ich am besten. Da können wir nämlich Dingskarten bekommen. Also hier ist nirgends mehr ein Rettertod. Das nehmen wir mal eben mit. Lauf, Mario. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo jetzt brauche. Okay.
Ja, wir können jetzt ja alles einmal absuchen, ne? Es bleibt hier nichts anderes übrig. Ich muss ja irgendwo noch im Rettertod rumgeistern. Ja, hier sind überall nur blaue. Okay, jetzt komme ich nicht weiter. Ansprechen. Der Zaun war kaputt, also dachte ich mir, ich sollte ihn besser reparieren. Dein Ernst? Ja, okay, dann. Wenn wir die jetzt kaputt gemacht hätten, ne? Okay. Ich hätte mir auch verkackt, weil ich es kaputt gemacht habe, aber das hat schon noch gepasst. Okay, da komme ich gerade nicht hoch. Ja, da komme ich jetzt aber auch nicht hoch. Hier komme ich jetzt auf diesen verdammten Zug hoch. Also, der muss ja irgendwie jetzt den Zug abgammeln, aber wie komme ich jetzt hoch? Hallo? Wo ist hier der Eingang? Hab ich den irgendwie übersehen? Ja, ich hab ihn übersehen auf jeden Fall. Muss ich hier voll einfach rein? Nee. Wir würden uns freuen, dich auch als nächstes Mal den Bot des Abbruchs bis zu dürfen. Wie komme ich denn da rein? Alter, ja. Okay, einfach mal den Tod ansprechen. Das hilft immer. Öffnen. Okay, hier wird's nichts. Ah. Da stimmt, da waren ja ganz viele Stapel drin. Ja, eingesammelt. Sind die hier irgendwo feste? Da haben wir auch einen drin, aber den haben wir auch befreit, oder? Okay. Also auf jeden Fall hier so. Abendrot Express. Ja. Was ist denn der? Wo ist der arme kleine der Tod? Ist hier. Euer Ernst? Hä? Hä, wo ist er denn? Ich hab irgendwie was übersehen. Roter Rettertod, roter Rettertod. So, wir können jetzt noch hier oben. Ja, kommen wir zu. Der Zug kommt gleich in Kap Sternzelt an unserer Endstation. Bitte achten Sie darauf, Ihr Gepäck mitzunehmen. Ja, das war jetzt auch nicht geplant. Das ist jetzt alles nicht so ganz geil, ne? Der muss ja hier irgendwo sein. Weil uns das ja gesagt worden ist auch. Ich liebe Züge. Das ist ja alles ein normaler Tod. Okay. Hey, wo haben wir denn jetzt einen Tod übersehen? Ja, Abendrot Express. Du bist kein Rotator Tod, nur Schnurrt wie eine bla bla bla. Das kann da nicht sein. Wo haben wir bitte einen Tod vergessen? Klärt mich auf! Der Abendrot Express fährt. Ich liebe Züge.
jetzt. Das ist jetzt kein. Ja, das ist auch ein schlechter Scherz, oder? Uns hat die Zeit 20 Minuten. Okay, jetzt gehen wir nochmal rein. Wir gehen nochmal rein und gucken jetzt. Nochmal, aber. Mach ich hier irgendwie so einen normalen Tod ansprechen? Der Zug ist ja geradezu von Pech verfolgt. Zum Glück können wir mittlerweile darüber lachen. Okay. Der abrupte Express ist in Topform. Ja, können wir hier halt irgendwas kaputt machen? Nein. Ich bin so froh, dass der abrupte Express sicher ist. Ja, schön, dass er sicher ist. Danke Mario, ja, bitte. Mario, wie schön, dir einen Gefallen, einen großen Gefallen. Ja, danke. Von der Leckmotor sind 100 können. Ja, okay. Großer Hammer. Ja, aber hey, wo ist denn jetzt hier bitte ein roter Ritter tot noch? Bin ich blind? Ich bin auf jeden Fall blind. Aha. Ey, ich sehe aktuell hier keinen roten Tod. Aber der sagt auf jeden Fall Abendrot Express. Ja, fein ist auch mit der Lokomotive, weil mir hat es nichts anderes übrig. Was soll man sonst machen? Der muss ja jetzt irgendwo. Der muss ja irgendwo im Zug jetzt sein. Ja, okay, ne, eingefärbt habe ich alles. Ich will irgendwo was kaputt hauen und der kommt jetzt hier vor. Das kann ich mir auch nicht vorstellen gerade, weil. Komm hier, komm mal her. Hallo? Da. Aber. Okay, der zieht mich ja halt immer nur rein. Ich kann nix. Oh, okay, ja. Ja, danke. Weg, danke schön. Da komme ich auch nicht rein. Hier kam ich halt. Aber hier ist auch überhaupt nichts. Okay. Wie kam ich denn da oben hin? Auf jeden Fall kann man da oben auch irgendwie hin, aber ich bin nicht sicher wie. So, hier haben wir den Koffer, da waren ja wirklich viele Tods drin. Aber da ist keiner mehr drin, okay. Hier war halt auch einer drin. Ja, den haben wir auch. Ich glaube, von hier aus konnten wir das halt ausschneiden. So sind wir hochgekommen, ne? Ja. Gehen wir nochmal hoch und gucken, ob wir da jetzt irgendwas finden. Ja, sowas hasse ich. Sowas hasse ich ja. Abendrot Express. Gut. Zum Aktivieren. Hier hängt nirgendwo ein Toad. Dürfte ich gerne abschießen. Das nervt mich schon ein bisschen. Muss doch hier irgendwo sein. Kann ja nicht sein, das. Hier können wir auch lang laufen. Ist das was?
Nee, absolut gar nichts. Nur, dass ich halt jetzt nicht hier drin bin. Das kann doch nicht sein. Lokomotiven stoßen so viel Rauch aus, da kann man ja kaum noch etwas sehen und gut, wird es auch nicht bleiben, okay. Meine nur, okay, Schloss hatten wir aber schon mal. Wir machen uns die ganze Arbeit typisch, ja, okay. Brauchen. Ich meine, hier saß halt auch einer, aber den haben wir halt auch, ne? Ach, schon wirklich schlagen, schon mit dir reden. Das kann ja nicht sein. Also irgendwie. Der Zug ist ja gerade vom Pech verfolgt, weil er. Ja, hier können wir halt nicht lang gehen. Bringt uns so viel, dass wir hier halt nur lang hüpfen können. Gab es hier vielleicht so oben und unten? Ja, hier auch noch unten, ne? Okay. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier diesen einen Rittertod nicht finden. Oh, runtergefallen. Hübsch, 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 danke. Und nochmal runtergefallen. Ich weiß nicht, also sollen wir damit tun, dass wir Ende 7 sind. Aber wir sind jetzt auch bei 27 Minuten und ich bin absolut genervt davon jetzt. Du grüßt. So ein Hammerschlag. Gut, das ist eine 30 Minuten Folge und ich geh jetzt mal ein bisschen nach da hinten. Oh, hey, das versucht die Übung zu entscheiden. Gut. Zwei Hämmerschläge sollten jetzt aber reichen. Da stand aber Abendrot Express. Der hat uns gesagt Abendrot Express. Oh, der Schlag hat jetzt gereicht. Okay, krass. Ich glaube, der ist da runter. Ja. Der war ganz schön schwer. Roter Rittertod Nummer 40 einsatzbereit. Danke. Ja, wir haben ihn gefunden. Oh mein Gott, ja. Puh, gut, Leute. Ich würde mal sagen, ja, halbe Stunde voll. Geil, noch ein bisschen Tod suchen. Ich hoffe, ich schalte das nächste Mal wieder ein. Bis dahin und ciao.